Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Mindful Monday hier auf meinem Kanal. Ich habe dieses Video gerade schon einmal gedreht und habe irgendwie viel zu viel um den heißen Brei rumgeredet. Deshalb sitze ich jetzt hier nochmal und möchte euch meine Top-Tipps geben für ein sorgenfreies Leben, für einen sorgenfreien Alltag. Wir haben alle Sorgen, bei denen wir ja, uns selber runterziehen. Von denen wir aber bestimmt alle sagen können, wären wir morgen nicht mehr auf der Welt, wäre es bestimmt keine Sorge mehr von jemandem, den wir gern haben. Also es sind banale Dinge, um die wir uns Sorgen machen, bei denen wir einfach keinen positiven Gedanken fassen können oder bei denen wir immer wieder zurück in so eine Sorge verfallen. Und genau dafür sind meine Tipps hier gedacht. Ich bin keine Psychologin, aber ich habe jetzt letzte Woche einen Fall gehabt, bei dem ich mich selbst so motivieren konnte und ich hoffe, das kann ich heute für euch auch tun oder ich kann euch weiterhelfen, euren Sorgen weniger Gewicht zu geben. Der erste Tipp, den ich euch geben möchte, ist, schreibt eure Sorgen auf. Ich mache das immer wieder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Tagebuch schreibe, dass ich das täglich mache, aber immer wenn ich merke oder fühle, in meinem Kopf gibt es so einen Knoten und ich fange an, mich um Dinge zu sorgen und das mehr als nur so ein kurzes mal sehen, ob das gut wird oder ja, dass man so ein bisschen negativen Gedanken auf irgendwas hat, dann schreibe ich das auf. Und das Schöne am Aufschreiben dieser Sorgen ist eigentlich, dass es einem danach direkt viel besser geht, weil diese Sorgen auf Papier gebracht sind. Man kann jetzt auch hergehen und sagen, man trennt dann diese Sorgenseite aus seinem Notizbuch aus und packt das Ganze in eine Schublade oder in eine Schachtel rein, wo man sie nicht mehr sieht. Das ist dann eure Sorgenschachtel. Um den Sorgen einen Platz zu geben, der nicht euer Kopf ist, dass sie da gut aufgehoben sind. Das funktioniert für mich immer sehr gut, weil ich nämlich eigentlich hauptsächlich in meinen Notizbüchern oder in meinen Journalen versuche, so positiv wie möglich zu schreiben, weil ich dieses Negative nicht nochmal erleben, nicht nochmal daran erinnern möchte. Deshalb möchte ich es auch nicht nochmal lesen. Und das ist eine schöne Art zu sagen, man packt das da rein und dann ist das dann. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich an das Journaling mit ranhänge. Und das sind Seiten, die ich nicht aus meinem Notizbuch entferne. Ich schreibe mir, nachdem ich meine Sorgen auf Papier gebracht habe, sehr gerne meine Wünsche auf. Sorgen sind eigentlich immer mit Wünschen verbunden. Das bedeutet, man macht sich um eine Sache Sorgen, die vielleicht klappen soll oder nicht soll, oder man macht sich Sorgen um jemanden anderen in seinem Leben, ob bei ihm was klappt oder nicht klappt, zum Beispiel, es gibt natürlich noch viel mehr. Aber es ist mit einem Wunsch deines Herzens verbunden. Also du möchtest eigentlich etwas, worüber du dir Sorgen machst. Und diese Wünsche schreibe ich auf. Ich versuche so gut wie möglich herauszufinden, was ist die Sorge, die in meinem Kopf beschäftigt und was wünsche ich mir eigentlich? Die Sorgen haben wir also schon aufgeschrieben und in unsere Box gepackt und jetzt schreiben wir unsere Wunschliste auf. Was möchtest du wirklich in deinem Leben? Was wünschst du dir? Wichtig dabei ist, nur aufzuschreiben, was du dir wünschst und nicht, was du dir nicht wünschst, weil der liebe Gott oder das Universum, je nachdem, an welche höhere Macht, sag ich jetzt, weil ihr glaubt. Das Leben funktioniert so. Ein Nicht versteht das Universum nicht. Es hört bei einem Satz, ich möchte nicht das, nur das, ich möchte das. Und genauso müsst ihr euch überlegen, wenn ihr euch etwas vorstellt, das ihr nicht wollt und es dann in euer Leben kommt, ist es einfach nur die falsche Formulierung gewesen. Also macht euch klar, was wollt ihr eigentlich und schreibt das auf. Und so könnt ihr dann auch kleine Zeichnungen am Rand eures Aufschriebes machen und einfach das noch mehr visualisieren, euch klar werden, was möchtet ihr in eurem Leben und so sorgenloser anfangen zu leben. Also mir persönlich hat das in den letzten 2 Wochen wahnsinnig viel gebracht.
Ich weiß nicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr bestimmt gesehen, dass ich fast jeden Abend dran sitze und visualisiere und mir Dinge aufschreibe, worüber ich mir Sorgen mache und aber auch über meine Wünsche. Und ja, ich möchte euch das gerade mitgeben, weil es mir so viel selbst gegeben hat. Tipp Nummer 2, jetzt bin ich gerade ganz durcheinander, weil meine Nachbarin vorm Fenster steht und mir zuguckt, ist, geht raus in die Natur, verbringt Zeit in der Natur, geht auf eine Decke in den Park und lasst die Seele baumeln, geht spazieren mit euren Lieben oder auch alleine und ja, verbringt Zeit in der Natur, weil das wahnsinnig erdet, das bedeutet, es bringt eure Energie wieder im Einklang und ja, ihr bekommt euren Kopf frei und fokussiert euch weniger auf eure Sorgen. Simple but effective. Ich finde, man kann Tipp 2 super mit Tipp 3 verbinden und der ist, hört Musik, die euch glücklich macht. Macht eine Playlist mit den Liedern, die euch am allerbesten gefallen, die euer Herz hüpfen lassen, die, bei denen ihr laut mitsingen wollt oder bei denen ihr mittanzen wollt. Und dann tut das auch. Tanzt, hüpft, springt, singt und fühlt einfach die positive Energie, die euch damit erfüllt. Und wenn man sich mit positiver Energie auflädt, ist es viel weniger, wie soll man sagen, likely? Oh je, jetzt weiß ich das Wort nicht mehr. Habt ihr weniger den Hang dazu, ins Negative zu verfallen und euren Sorgen mehr Energie zu geben, sondern gebt euch mehr positive Energie. Und Musik ist ein tolles Tool, ein ganz einfacher Weg für euch, euch besser zu fühlen. Und darum geht's. Tipp Nummer 4. Wir haben also jetzt unsere Wünsche aufgeschrieben. Uns wurde bewusst, was wir uns für unser Leben wünschen. Diesen Gedanken oder diese Gedanken halten wir jetzt also in unserem Kopf fest. Das ist das, was wir uns wünschen. Und jetzt ist es noch wichtig, dass wir einfach eine positive Einstellung gegenüber unseren Wünschen haben. Also sei dir bewusst, was du willst. Und sei diesen Gedanken positiv gegenüber. Lad sie auf, genauso wie du dich mit der Musik auflädst. Und das hilft dir einfach, weg von dieser negativen Struktur deines Kopfes zu bleiben und ja, voranzuschreiten einfach. Das Leben bringt einem dann auch Dinge, die einen weiterbringen. Und das ist das Wichtige. In euren... jetzt habe ich eine Katze am Arm. In euren Energiekreislauf bringen. Nero sorgt sich gerade darum, dass er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Snoofy, gleich spielen wir, okay? Ich muss schnell fertig machen. Tipp Nummer 5 und damit mein letzter für euch. Ich finde ihn aber eigentlich am allerwichtigsten von allen 5, ist, erzählt eure Sorgen nicht weiter oder so wenig wie möglich weiter. Ich weiß ganz genau, dass wenn uns Dinge beschäftigen, dass wir die ganz gerne an Menschen weitertragen, die uns viel bedeuten. Das bedeutet ich zum Beispiel ganz viel an meine Mama. Und ich habe aber festgestellt, dass wenn man Sorgen teilt, diese Menschen, die emotional mit uns verbunden sind, noch mehr Sorgen machen, weil sie sich Sorgen um uns machen. Das bedeutet, der Berg an negativer Sorgenenergie wächst und man kommt gar nicht zu dem Zeitpunkt oder zu dem Punkt im eigenen Kopf zu sagen, ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr darum, weil es eine Mama gibt, eine Tante gibt, eine beste Freundin gibt, die ständig fragen, und hat's geklappt? Und wie geht's dir? Und die uns quasi wieder an die Sorge erinnern. Und das tun wir ja selbst schon dauerhaft. Das bedeutet, erzählt so wenig wie möglich eure Sorgen. Erzählt viel lieber Dinge, von denen ihr euch sicher seid, dass ihr euch keine Sorgen darüber macht. Weil das dann auch ein ganz anderes Gesprächslevel oder eine ganz andere Gesprächsenergie erstellt, weil ihr Dinge teilt, bei denen ihr euch sicher seid, bei denen ihr positive Energie weitergeben könnt, weil ihr vielleicht schon eine positive Erfahrung gemacht habt oder weil ihr einfach ja dafür lebt, dass das jetzt schon so gut passiert ist. Vielleicht ist ja auch das, worüber ihr euch Sorgen macht, schon passiert und ihr könnt das dann jetzt teilen und
Ja, es gibt einfach viele Themen im Leben, wie zum Beispiel Jobsuche oder auch Wohnungssuche, die uns Menschen extrem beschäftigen. Und da geht es um die Existenz. Und gerade in diesen zwei Themen habe ich festgestellt, dass es mir persönlich viel leichter fällt, niemandem davon zu erzählen, meine eigene Suppe zu kochen, mir bewusst zu werden, was ich möchte, etwas dafür zu tun, dass das geschieht, was ich möchte, und dann am Ende zu sagen, hey Leute, ich habe eine neue Wohnung. Und das sage ich jetzt zu euch. Hey Leute, ich habe eine neue Wohnung. Ich habe nämlich in der letzten Woche genau diese Tipps, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, angewandt, weil ich mir furchtbar Sorgen gemacht habe, ob ich mit meinem Partner zusammen die Wohnung, die wir vorletzten Freitag angeguckt haben, auch bekommen, weil wir ja recht jung sind, ein junges Paar sind und wir haben eine super tolle Wohnung gefunden. Und jetzt, wo es unter Dach und Fach ist, erzähle ich euch das. Und ja, ich hoffe sehr, ich kann euch Hoffnung geben, dass ihr eure Ziele, eure Wünsche erreichen könnt, dass ihr eure Sorgen auf die Seite schieben könnt und sagen könnt, ich kann mal entspannen, weil ich weiß, wenn ich zuversichtlich bin, dann passieren bessere Dinge, als wenn ich mir zu viele Sorgen darum mache. Und das sind einfache Tricks, die man anwenden kann. Ich weiß selbst, es gibt auch Themen, bei denen man das nicht so machen kann, bei denen man einfach vom Kopf her schon zu tief in dem negativen Sumpf drin ist oder vielleicht auch gar keine Lösung weiß und professionelle Hilfe zum Beispiel beanspruchen sollte. Wenn ihr jetzt neu auf meinem Kanal seid, dann wisst ihr es vielleicht noch nicht, aber ich selber habe einen Psychologen und ich finde gerade in Themen, die viel emotionaleres, wie zum Beispiel Beziehungen oder die Beziehung zu sich selbst angeht, da finde ich es immer toll, mit jemandem Unbedarften zu reden. Also kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr so einen Fall habt, schaut doch mal mein Therapievideo an, indem ich euch erzähle, was so eine Therapie kostet, wie ich dazu gekommen bin und ja, vielleicht ist das ja ein Weg für euch, eure Sorgen loszuwerden. Genau, ich sag jetzt danke fürs Zuschauen. Es wird ganz bald viele Videos geben, die mit meiner jetzigen Wohnung zu tun haben und dann vielleicht auch was mit der neuen Wohnung. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Mein Partner möchte sich hier vor der Kamera nicht zeigen und ich bin auch jemand, ich mag mein Beziehungsleben nicht auf YouTube breittreten. Sorry for that, aber ja, genau. Das ist eine Sache, die bei mir einfach privat bleiben wird, aber ich freue mich trotzdem drauf und ja, bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Ich habe wirklich Lust, auch eine Roomtour hier zu machen, noch bevor wir umziehen. Aber das ist so ein großer Step, der gerade in meinem Leben passiert, von dem ich vor 3 Wochen noch nichts wusste. Aber ich bin so happy und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Sag jetzt Kuss und Schluss. Bis zum nächsten Mal. Eure Lea.